Potsdamer. 1-0! Traumtor! 10 Minuten gespielt! Was ist das für ein Ding gewesen? Ja, Fugi, ich sehe da was in deiner Hand. Man of the Match, Derby-Sieger und DFB-Pokal-Viertelfinale. Wie fühlt sich's an? Ja, sehr geil. Ich glaube, das haben wir uns heute richtig, richtig hart erarbeitet. Wir wollten es unbedingt. Ich glaube, man hat es von der ersten bis zur letzten Minute gesehen, dass wir es unbedingt wollen. Und deswegen, ja, ist es natürlich schön, dass wir wenigstens ein paar Fans von uns so den Sieg schenken konnten. Wolltest du den so machen? Ja, es war die einzige Möglichkeit, irgendwie noch an den Ball zu kommen. Da gehört natürlich dann auch mit Glück dazu, dass er dann reingeht, ist natürlich super. Ich muss es mir aber nochmal anschauen, das ging alles ein bisschen zu schnell für mich. Jetzt hast du letzte Woche war es gar nicht, es war am Samstag. Am Samstag hast du getroffen, jetzt hast du wieder getroffen, bei dir läuft's, oder? Ja, ist natürlich gut und wichtig auch für mich, aber da gilt es dran zu bleiben, weiter arbeiten, versuchen der Mannschaft zu helfen und hoffen, dass es dann am Samstag vielleicht wieder klappt. Wie lange wird jetzt noch gefeiert und ab wann geht die Vorbereitung auf Gladbach los? Ich war noch nicht in der Kabine, schauen wir mal. Sauber.